Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Und wir sind schon bei der, ich glaube, 32. Folge. Es ist schon echt eine ganze Menge und wir haben echt schon viel geschafft. So, wie geht's jetzt weiter? Da sehe ich gerade einen Helikopter, den werden wir uns natürlich gleich mitnehmen. So. Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. So, das haben wir. Was ist denn los mit euch? Aus dem Weg. So. Ich wollte. So, mal rauszoomen. Aus Founders Island. Und zwar war hier irgendwo Opernmusik. Und da dachte ich mal, machen wir mal da ein bisschen weiter. Deswegen werden wir jetzt da mal hinfahren. Und dann dachte ich mir. Je nachdem, was wir noch so in der Folge so finden und treffen, das war Riddler bei Rätsel weitermachen. Ist hier noch irgendwas? Da hinten war ein Turm, aber das ist mir jetzt zu weit weg. Da ist noch so ein Fliegeding. Und da ist eine Mine, sehr schön. Oh Gott. Das ist zu weit weg, glaube ich. So, dann nehmen wir doch die Mine einfach mal mit. Das meinte ich mit, was wir alles so finden, denn die Fahndungsliste hat sich erhöht. Wie schön abgearbeitet und dann muss ich halt... Oh. Da muss ich halt erfahren, dass... Dass noch mehr kommt. Wo ich gerade sagte, so, boah, ich habe alles abgearbeitet, aber... Oh Gott, ich hasse diese Raketen schießenden... Oh Gott, jetzt. Oh Gott, ich. Oh Gott, das ist so. So, ich muss diese da unbedingt jetzt mal beseitigen. So. Habe ich mal kurz meine Ruhe von den Gegnern. Wow, ey. Boah, der hat ein Looping gemacht. Die Dinger nerven mich am meisten immer. Boah, da kommen gerade vier Stück, die alle wegnehmen, ja. Oh, den hab ich getroffen. Oh, zwei noch. Nur noch die zwei. Und wo ist der andere jetzt? Ach, da. Ey, nicht wegfahren. Sehr schön. Hätten wir das auch wieder geschafft? Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. So, jetzt haben wir natürlich den Wegpunkt verloren, aber das war auch irgendwo hier unten. So, jetzt müssen wir kurz lauschen. Okay. Hast du diese Knarre schon gesehen? Hört ihr das? Wie haben sie das alles bezahlt? Wusste doch, dass ich das gehört hatte, Mensch. Es ist Batman. Komm schon, schnell darum. Alfred, ich habe eine weitere Leiche gefunden. Sechs Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser... Das hatte ich nämlich bei der Special, also wo ich hier die ganzen Panzer und so gemacht habe. Da habe ich es rausgefunden. Da habe ich es nämlich gehört und dann dachte ich mir, das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass hier was ist. So. Oder. Diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Okay. Oh. Oh Gott, was ist das denn? Nach einer Tracheal-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Ach, das ist eine Stimmprothese? Oh Gott, der Arme, der. Chemie-Chloro-Verbrennung.
Prothese. Oh, das sieht man sogar hier durch. Gott. Ja, am Skelett ist nichts. An den Fingern und da. Am clean Finger. Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. 6 Finger an einer Hand. Stimmt, 6 Finger. Der Name des Opfers ist Allison Weirs. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Der Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Laszlo Valentin. Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat. Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen Schönheitssalon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Dann machen wir das jetzt schnell noch zu Ende. Würde ich mal sagen. So, genau. Laszlo Valentin. Er hat 6 Menschen getötet. Das ist jetzt vorbei. Ich werde seinem Schönheitssalon einen Besuch abstatten. Vorsicht, Sir. Er scheint selbst schon kurz ins Verhältnis gestört zu sein. Das stimmt allerdings. Wow, wow, wow. Ich hab's gehört. Wo ist er? Ja, wir kommen gleich zu dir. Wo bist du? Nee, da nicht. Da. Nimm mal dich gleich mit hier. Weißt du was? Scarecrow, Ivy, dieser Arkham Knight und seine Riesenarmee. Ich verschwinde aus der Stadt. Komm, zerstör doch! Ach du Scheiße. So. Jetzt hab ich so wieder so. Ich hab eben Bruce Wayne persönlich vorbeifahren sehen. Das kann ja gar nicht sein. Der Man-Bat. Jetzt kriegen wir dich. Endgültig. Da ist übrigens auch noch ein Turm. Wenn es so weitergeht, wird das mit Hitler gar nicht. Oh Gott, ich muss aber höher fliegen, glaube ich. Ich muss erstmal hier hoch. Ich muss den ja von oben attackieren. Wo ist er denn? Da. Nein, was? So. Oh Mann, Bruce Wayne, was machst du denn? Oh Gott, oh Gott. Sag mal. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn. Haben wir dich. Wir heilen dich, Junge. Wehr dich nicht so. Komm, spritz das ein. Ja, geil. Hoffentlich wird er jetzt geheilt. Scheint zu wirken, scheint zu wirken. Und verwandelt er sich zurück? Cash, ich habe Dr. Langstrom erwischt und das Gegenmittel verabreicht. Bereiten Sie eine Isolationszelle vor. Ich bringe ihn rein. Sicher, ich kümmere mich drum. Oh Gott. Hübsche Szene übrigens. So, die Frage ist... Ja, dann machen wir das eben schnell. Schade, ich wollte eigentlich schnell. Okay, dann machen wir das. Wenn das Ding losgeht und wir draußen sind, sind wir am Arsch. Deshalb werden wir gewarnt. Wir werden irgendwo am Tag in Sicherheit sein. War das kloppen, weil der.
Weil er da hin und her klommt? Scarecrow mag seine kleinen Ansprachen. Ich wusste ja gar nicht, wie komplex das Thema Angst doch ist. So, ab in die Zelle und den nächsten in der Zelle, Mann. Das geht ja gerade, das läuft ja gerade echt gut mit den Sidequests. Wir kriegen ja da einen nach dem anderen rein. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Und dann werden wir uns noch um den Typen da kümmern. Der wehrt sich aber ganz schön, du. Kommt er da jetzt raus? Nee, nackter Körper. Oh Gott. Der Arme. Der kriegt aber hoffentlich was zum Anziehen. Kann er nicht so nackt da drin hocken. Also mal. Gerade als ich dachte, schon alles gesehen zu haben. Wird er wieder werden? Körperlich, ja. Wo ist Francine? Wo ist sie? Sie ist tot, Kirk. Nein. Sie kann nicht. Was habe ich getan? Aber den lügst du nicht an. Hat sie verändert. Sie haben die Kontrolle verloren. Was habe ich getan? Eine Hose hat er gekriegt. Ich glaube, den belästigen wir auch nicht weiter. Der Arme, der leidet gerade genug. Oh. Nee, den lassen wir mal in Ruhe. Und das Gejaule wollen wir uns auch nicht anhören. Jetzt fangen die sich auch noch untereinander zu unterhalten. Das ist auch nicht so gut, die alle in einer Zelle aufzubauen waren, glaube ich. Na, Kumpel? Hinter deinem Rücken kann ich dich sagen, Freak. Sie glauben nicht an dich. Sie denken, du verlierst. Ja, sehen wir ja. Vier haben wir schon eingebuchtet. Der fünfte wartet auf uns. Warte nur ab. Den holen wir uns nämlich jetzt. Laszlo Valentin. Er hat 6 Menschen getötet, Alfred. Aber das ist jetzt vorbei. Ich werde seinen Schönheitssalon. Den holen wir uns jetzt. Der wird sie noch umgucken. Das war unrealistisch. So, ist hier eigentlich noch irgendwas? Ja, ein Helikopter ist hier. Oh, wo ist der? Warte, wir suchen mal schnell den Helikopter. Der denn? Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich also. Dachte, der wäre so gut wie tot. Kommst du mal her? Ich verschwinde von hier! Na ja, komm. Komm, Mädchen! Ja, komm. Oh, komm. Meine Güte. Irgendwo noch nicht geplündert, wir werden langweilig. Da ist er. Oh Mist, der ist hinter uns. Der ist an uns dran. Ich kann ihm nicht entkommen. Du machst den Weg. Falsche Richtung. Oh Scheiße, er klebt an uns dran. Tritt drauf, bring uns hier raus. Oh, hier sind wir doch gerade schon vorbeigefahren. Das ist ja echt assi. So. Oh, das ist erledigt. Dann müssen wir auf der Insel erstmal wieder nichts mehr machen. So, jetzt schnappen wir uns den aber, versprochen. Jetzt vom Himmel fallen oder mit seinem Panzer anrollen, ich würde ihn fertig machen. Würde noch nicht mal zu
Siehste? Hier waren wir doch schon. Komm und hol mich. Okay, hier unten ist es. Herrscher der Straße. Okay, kann man dann auch gleich noch daneben machen. Erstmal gucken, was drin, was hier drin ist. Oh mein Gott. Wo sind wir denn? Oh mein Gott. Warum fühle ich mich gerade richtig unwohl? Oh mein Gott. Wo sind wir denn gelandet? Das ist natürlich nicht schlecht. Nehmen wir mit einfach. Ist das Sass? Was ist denn für ein Typ? Dolotron? Bitte, aufhören! Ich halte mich. Hat der eine Schweinsmaske? Was ist denn mit dem los? Wie erinnert mich das an Evil Sim? Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein, 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 nein. Pig, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pig macht sie besser. Pig macht uns alle besser. Oh Gott. Es ist aus. Aber Pig hilft dir auch. Macht dich perfekt wie die anderen. Oh Gott. Du bist krank. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schlecht, schlecht, schlecht. Pig ist wie Schlamm. Pig ist wie Gott. Pig ist hier zum Reparieren. Genau. Zeig ihm, wie perfekt du bist. Soll ich jetzt gegen ihn kämpfen oder was? So perfekt war der nun auch wieder nicht. Erhebe dich, mein Schatz! Er hat keine Macht über dich! Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Lol. Bleibt der jetzt liegen? Mal sehen, wie viel die aushalten. Aber wir haben Ausdauer, wir kloppen die weg. Und wenn wir die Combo 10.000 erhöhen. Ich muss die so erledigen. Oh, hast du ja eine ganz schön dreckige Leiche, du.
So, das müsste es gewesen sein. Hätte ich ja, glaube ich, noch stundenlang auf die gucken. Oh, du bist aber dreckig, ey. Die hat echt ein Dach schon. Den kenne ich gar nicht. Aufhören zu singen, das leidet, da leidet meine Konzentration drunter. Schön liegen bleiben. Liegen bleiben, habe ich gesagt. Mehr ran. Alter, will ich arschen? Das der nicht Buff, ey. Der hat mir gefallen. Ich kann erst fort, wenn die anderen Opfer sicher sind. Was soll ich jetzt machen? Wir sind hier oben. Geh nicht. Bitte. Achso. Schön mit der rohen Gewalt hier. Schön das Vorhänge schloss. Ja. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Sogar ein Feuerwehrmann. Oder was das auch immer ist. Nee, Arzt ist das. Und damit haben wir die Folge 2 festgenommen. Unglaublich. Die Fledermaus und der mit der gebrochenen Nase. So, aber bevor wir jetzt noch für heute aufhören, gucken wir uns hier mal an, ob wir reinkommen. Ich bringe dich an einen Ort, wo du niemanden mehr. Komm ich da mit dem Bettpuppi hier rein? Pink, tu niemandem weh! Pink, halt! Pink, liegt! Nee. Diese Menschen erleiden ein Schicksal viel schlimmer als der Tod. Nicht tot. Pink macht das Leben lebenswert. Und wenn du getötet hast... Was ist das da? Warum soll ich das Auto verfolgen? Es waren die Dinge, die du nicht ändern konntest. Hä? Yeah. Ich kann nicht raus, wenn ich einen Typen am Auto habe. Deswegen muss ich ihn, glaube ich, erst abliefern. Nein, ich will ihn doch gar nicht. Ich habe schon wieder am falschen Knopf, glaube ich, gedrückt. War das eine optische Täuschung? Dann liefern die mir den erst ab. Ich dachte mal. Oder wir machen das noch schnell. Och, komm schon. Okay, das versuchen wir uns mal zu merken. Kann ich mir eh, glaube ich, nicht merken. Aber das ist gespeichert. Das heißt, es ist jetzt auf der Karte drauf.
So, ich weiß auch schon, glaube ich, wie ich die Folge nenne, und zwar zwei Tiere im Käfig. Zwei Tiere im Käfig gesperrt oder sowas, weil Fledermaus und das Schwein. Das ist okay. Schön gebrochene Nase hat er. Mit dir, Valentin. Nein, schließ mich nicht ein. Mutter wird das nicht gefallen. Mutter wird das nicht gefallen. Was interessiert uns deine Mutter? So viel besser! Ob Two-Face und Susi freuen, dass sie jetzt den Dicken da drin haben? Ich hätte noch weg werden können! Die alte Schweinebacke! Totaler Spinner! Er ist zu gut für diesen Ort. Keine Sorge, du bist der Erste, den ich freilasse. Sehr schön. Du bist der Erste, den ich freilasse. Der hat mir gefallen. So, ich wollte mal schnell noch was gucken. 16 Punkte haben wir wieder. Meine Fresse. Ich bekomme den Rest den Gegner mit. Nee, was haben wir hier? Nehmen wir das. Nehmen wir das noch. Und das haben wir denn hier noch? Oh Gott, das habe ich ja gar nicht ausgebaut. Na, was ist damit? Was ist das hier? So. Und bevor ich, ich muss diesen. Und? Doch nicht. So. Damit würde ich auch sagen, beenden wir die Folge. Für dieses Mal haben echt viel geschafft. Da ist auch der Speicherpunkt. Werd mal sehen, was ich wieder schaffe zu zocken. Aber ihr werdet davon nichts mitkriegen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wa? Macht's gut. Ciao.